Prada, Breitling, möchtest auch du mit nur einem Klick Geld verdienen? Dann folge diesem Kanal und ich zeige dir, wie das geht. Mit meinem Businessmodell konnte ich im vergangenen Monat über 10.000 Euro verdienen und du kannst das auch. Du glaubst, dass Erfolg nur von Glück abhängig ist? Ich zeige dir, wie du mit einfachen Tricks deinen Erfolg selbst in die Hand nehmen kannst, damit auch du dein Leben auf der Überholspur genießen kannst. Porsche, Prada, Breitling, möchtest auch du mit nur einem Klick Geld verdienen? Dann folge ich habe 3.371 Kartoffelsalatrezepte gefunden. Omas Kartoffelsalat von Küchenfee 23, 4,1 Sterne. Das sind mir einfach zu viele. Und das weltbeste Kartoffelsalatrezept, sogar vegan, von Biene Meier, 4,5 Sterne. Kartoffelsalat, schwäbische Art, 4,7 Sterne. Von ja genau, und nachdem ich in Dubai war, bin ich dann nach Bali weitergereist. Oh. Ja. Und da waren wir in diesem super schönen Hideout, mitten im Dschungel. Wunderschön. Wow. Ja, aber das Bett, das war eine Katastrophe. Und wie ihr ja alle wisst, ist mir guter Schlaf super wichtig. Und dafür habe ich jetzt das neue Travel Pillow von Sleep Better. Ich habe euch das mal unten in der Beschreibung verlinkt und mit dem Code da könnt ihr auch 15%. In diesen Zeiten sollte man, meiner Meinung nach, ja gar nicht mehr in Urlaub fliegen. Wusstet ihr eigentlich, dass die Formel 1 bei einem einzigen Rennen mehr CO2 verbraucht ja, ganz als toll. Über die Formel 1 haten, aber trotzdem Avocados essen? Warte, um was geht's jetzt hier eigentlich? Aber in Wahrheit ist die Erde ja flach. Also insofern... Okay, wow. Manche Leute gehören echt gecancelt. Also wenn wir hier eine sinnvolle Diskussion führen wollen, dann sollten wir uns wirklich auf ein Thema einigen. Oh Mann, das ist mal wieder eine richtig krasse Cancel-Culture geworden jetzt, hier. Hör mir doch mal zu, was soll... Es sollte immer nur einer gleichzeitig sprechen. Hallo. Hey Leute, ich finde, wir sollten mal über was Wichtiges reden. Wusstet ihr zum Beispiel, dass in Deutschland jeder siebte Erwachsene nicht gut lesen oder schreiben kann? Jeder siebte, das sind 7,5 Millionen Menschen. Der Fachbegriff dafür lautet Analphabetismus. Kaum einer traut sich offen darüber zu sprechen. Und so können sie natürlich auch keine Hilfe erhalten. Ein Teufelskreis beginnt. Sie haben Angst, dass sie keinen Job bekommen, dass sie nicht ernst genommen werden. Ja, dass sie auf Unverständnis treffen. Alltägliche Aufgaben werden zu belastenden Hindernissen. Betroffene kämpfen viel mit Minderwertigkeitskomplexen und mit Ausgrenzung. Sie entwickeln einen Schutzmechanismus. Das geht so weit, dass sie eine Handverletzung vortäuschen, nur bei Behörden die Formulare nicht selbst ausfüllen zu müssen. Andere bestellen im Restaurant aus Angst über das Gleiche beim letzten Mal. In so vielen Lebensbereichen müssen sie sich verstecken.